Die Daten geben den Stand des RKI des Sports von 3.11 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen sind möglich. Immer neue Corona-Mutationen droht ein Dauer-Lockdown? Quelle, Bild teilen, Twitter per Mail versenden. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war im Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 im Dezember der höchste Wert erreicht worden, er enthielt jedoch 3.500 nach. Mehr lesen Sie auf alle Nachrichten zu Covid-19 Corona News im Live-Ticker. Hier erfahren Sie die neuesten Informationen, Zahlen und Fakten zur Ausbreitung des Coronavirus. Der Live-Ticker von Bild. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2.207.700. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 68.003. Damit gibt es aktuell in Deutschland rund 118.700 aktive Corona-Fälle. So läuft es mit den Impfungen. Auf seiner Internetseite gibt das RKI die Zahl der Menschen in Deutschland bekannt, die bisher ihre Erst- bzw. Zweitimpfung erhalten haben. In der Grafik unten sehen Sie, wie der aktuelle Stand Corona-Gipfel. Und vom Impfstoff war keine Rede. Quelle, Bild teilen, Twitter per Mail versenden. Der Erwert, der bundesweite 7-Tage-Erwert lag laut RKI-Lagebericht vom Montagabend bei 1,05. Vortag 1,1. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 105 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab, liegt also längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Wie verbreitet ist Corona weltweit? Die weltweiten Corona-Fallzahlen ermittelt die private Johns Hopkins University in Baltimore. Vergleicht man die deutschen Zahlen der Johns Hopkins mit denen des RKI, dann scheint das RKI in der Erfassung neuer Corona-Fälle hinter Herzgrund. Beide Einrichtungen ermitteln die Fallzahlen auf unterschiedlichen Wegen. Lesen Sie auch Bande. Was? In diesen Ländern gibt es fast kein Corona. Hier erfahren Sie, warum das in den jeweiligen Staaten so ist und an welche dieser Orte Sie gerade reisen können. Lesen Sie auch Ihre Zahlen bewegen die Welt. Wie die Johns Hopkins Universität arbeitet. Der Corona-Tracker der Johns Hopkins Uni zählt über 1 Milliarde Klicks am Tag. Bild erklärt, wie die Experten der TU arbeiten. So arbeitet das RKI. Lesen Sie auch dort arbeiten Menschen mit 90 verschiedenen Berufen aus. 50 von den 1296 Mitarbeitern sitzen 1224 in Berlin und 72 in der Außenstelle in Wernigerode. Allein das Berliner 24/7-Lagezentrum hat 150 Mitarbeiter.